Ja, wir machen es kurz, weil wir brauchen jetzt alle ein Glas Champagner, um anzustoßen. Ja, genau. Liebe Julia, vielen Dank für diese schöne Laudatio, diese sehr persönliche Laudatio. Meine Damen und Herren, eins muss ich loswerden. Als meine Eltern von mir erfuhren im Sommer 2013, dass ich zu Opel gehen werde, da hat mein Vater zu mir gesagt, Kind, das kannst du nicht machen, die Firma ist pleite. Meine Mutter hat gesagt, die Tina hat sich da vielleicht was bei gedacht. Und dann sagte sie, Mensch, erinnerst du dich noch, diese tollen Autos, Opel, Admiral, Kapitän, Diplomat? Und dann holte sie in 3 Minuten ein Foto, wo sie 1954 vor einem Opel-Kapitän fotografiert wurde. Ein tolles Auto und natürlich auch eine tolle Mutter. Und fast in jeder deutschen Familie hatte man eine Beziehung zu Opel, über die Generationen hinweg. Ich selber war ja die Steffi Graf, Corsa-Steffi Graf-Generation, und ich komme aus einer Kleinstadt und bin auch mit dem Manta abgeholt worden damals. Und danach war 25 Jahre lang Pause. Und dann kam dieser Anruf. Und ja, dann bin ich erstmal zum Opel-Händler gegangen und habe mal geschaut, wie es da so aussieht, weil ich war nicht so oft in meinem Leben vorher beim Autohändler. Und dann habe ich versucht, mich an diese Marke ein bisschen anzunähern. Und ja, nach vielen Gesprächen kam dann wirklich der Wunsch, da mitzumachen und mitzuhelfen und das zu versuchen, eine solch traditionsreiche Marke, die über so lange Zeit runtergegangen ist, wieder umzudrehen und der Marke ein neues Gesicht zu geben. Und ich wusste, das ist natürlich eine ganz große Herausforderung und ja, auch ein großes Risiko. Aber manchmal muss man ja auch was entscheiden aus dem Bauch heraus, und es war gut, dass ich auf den Bauch gehört habe. Und als ich dann antrat, sagte der Betriebsratsvorsitzende von Opel mir im Aufsichtsrat, sagte, Frau Müller, Sie sind ja die Shampoo-Prinzessin, was wollen Sie denn hier? Das waren die ersten Worte, ich sage jetzt nicht, wer es ist, dann können Sie ja googeln, wer der Betriebsratsvorsitzende von Opel ist. Wir verstehen uns prima heute. Und ich weiß, dass auch Karl Thomas Neumann sich viele Sprüche anhören musste. Und ja, die Automobilbranche hat doch oft noch so dieses Macho-Verhalten und viele Vorurteile gegenüber Frauen aus der Kosmetik, die aber natürlich abgebaut worden sind mit der Zeit. Ja, man kann das nur machen, wenn man die richtigen Unterstützer hat, die einen auch da durchtragen, wenn es schwierig wird. Und es ist nicht so, dass es jeden Tag, dass man jeden Tag das Gefühl hat, das gelingt, oder wir sind immer auf der richtigen Spur. Deswegen braucht man ein Umfeld, das einen trägt durch die schwierigen Zeiten, das loyal ist, auf das man sich verlassen kann. Und ja, wirkliche Unterstützer auch für diesen Job. Und ich möchte nur 3 erwähnen. Das eine ist ganz klar FM Schmidt und die Agentur Scholz & Friends. Denn das ist eine Agenturbeziehung gewesen von 0 auf 100. Mit sehr hoher Intensität, sehr hoher Schlagzahl. Es war ja auch dringend. Und mit sehr hoher Produktivität und tollen Kampagnen, die gemeinsam realisiert worden sind. Das andere ist natürlich das Team, weil ja, ich denke, wir stehen nur vertreten für die 36.000 Opelaner. Und ja, das Marketingteam musste auch neu aufgebaut werden. Und wer mich kennt, weiß, ich fordere viel. Und heute Abend sind 3 auch hier stellvertretend für alle. Tobias Gubitz, Björn Osterndorf und Caroline Schmidt, bitte nicht abwerben. Und die wissen, dass sie mit mir einiges mitmachen, aber ich sage immer, es ist für einen guten Zweck. Und zum Schluss braucht man natürlich, man braucht einen Supporter als Sparringspartner, einen CEO, der eben das alles auch mitmacht. Und ja, und das ist natürlich perfekt, und deswegen möchte ich heute auch mal ganz öffentlich die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen, Herr Neumann, sehr herzlich zu bedanken für diese, ja, für diese tolle Zeit. Es sind ja jetzt schon fast 2,5 Jahre.
die wir da kämpfen für Opel. Und das Tolle ist, was Julia auch schon gesagt hatte, diesen Freiraum, den sie geben, diesen Teamgeist und diese Sparringspartnerschaft. Und das macht den Job, das macht ihn so toll, weil man jeden Morgen gerne ins Büro geht, wenn man dieses Umfeld hat und diesen Support hat. Und deswegen kann ich nur sagen, dieser Wechsel von Konsumgüter in Auto war für mich jetzt eigentlich das Beste, was mir im Berufsleben passiert ist. Und drücken Sie uns die Daumen, dass das weiterhin gut klappt. Und ich habe eine Bitte, Sie alle hier können sich locker einen Zweitwagen leisten von Opel. Also zum Beispiel so einen Opel Adam. Überhaupt kein Problem. Sie verdienen genug. Und wenn Sie jetzt morgen einfach zum Händler gehen und sich diesen Adam kaufen, dann ist unser erstes Quartal gesichert. Vielen Dank und ich gebe jetzt an Katie Neumann. Ja, das war eine sehr gute Überleitung. Wir haben da, glaube ich, noch Zeit. Und das ist die letzte Rede. Dann habe ich mir gedacht, ich bringe Ihnen eine Multimedia-Präsentation über die verschiedenen Produkte von Opel mit, sodass wir jetzt die nächste Stunde, nein, Spaß beiseite, ich mache es ganz kurz. Ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich bedanken. Als Elektroingenieur, es ist ja noch schlimmer, als Sie gesagt haben, als Elektroingenieur den wohl anerkanntesten Marketingpreis in Deutschland zu bekommen, das ist sicher ein Höhepunkt in der Karriere. Damit hatte ich nie gerechnet, als ich vor 3 Jahren tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, ich war noch gar nicht bei Opel, es stand in den Zeitungen, dass ich kommen würde, aber ich durfte noch nicht, weil ich noch mal einen anderen Autobauer bestellte. Insofern war ich auch ein teurer Spaziergänger. Aber ich spazierte hierher und ich traf ja nicht nur Tina Müller, die ich wirklich zum ersten Mal hier gesehen habe. Da sehen Sie schon meine ganze Ignoranz. Ich kannte die ganze Branche gar nicht, sondern ich traf auch einen Herrn, der sich mir vorstellte und sagte, guten Tag, ich bin FM Schmidt, ich mache Ihre Werbung. Und wie finden Sie die Werbung? Und der strahlte mich also mit freudiger Erwartung an. Und ich weiß es noch ganz genau, weil ein Freund von mir stand neben mir und ich habe Herrn Schmidt gesagt, also ich finde sie nicht gut. Und der Freund zieht mich am Rock und sagt, dem hast du jetzt den Abend verdorben. Tatsächlich war das der Beginn einer Freundschaft, denn FM Schmidt wäre nicht FM Schmidt, wenn er mich nicht gleich zum Abendessen eingeladen hätte. Wir haben seitdem, treffen wir uns jedes Jahr in Genf zum Frühstück genau genommen. Und da hat er gesagt, ich habe so viele Gedanken über Opel, aber ich darf nicht. Und er hat zum ersten Mal den Begriff Mauer im Kopf geprägt, der wirklich genau auch meinem Denken entsprach und eigentlich das alles dann eingeleitet hat. Und als Tina dann kam, hat sie die ganze Kampagne, die wir schon für den Insignia fertig hatten, die wieder nur vom Auto erzählte und nicht über die Marke sprach, hat sie die gestrichen, hat eine neue Kampagne die mit dem Schlüssel gemacht und dann kam dieser geniale Marketing-Claim Umkörperhaken im Kopf. Und damit mache ich jetzt Schluss. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei der Jury und ich bedanke mich vor allem im Namen der Opel-Mitarbeiter. Da haben nämlich 35.000 Menschen im Kopf umgeparkt und das ist ein großartiger Preis dafür. Vielen Dank. Applaus